Dann schön, dass du wieder eingeschaltet hast in das Programm von What's That. Ich freue mich, wieder diese 15 Minuten mit dir in Top zu sein. Moses und das große Volk von Israel hatten die heilige Wohnung vor sich gemacht. Gott hat Mose den Plan gewesen, boven auf dem Berg, als Mose dort mit Gott weh, und Mose hat Kreuze getan, als Gott am seht. Das Zelt hat zwei Stufen, eins wie das Allerheiligste. Rund das Zelt wie ein aufgehackter Hof. Im Verhof wie der Altar, wo die Opferung von den Schub in das Feuer gemacht werden kann, da wie auch eine große Kamm zum sich waschen. In die erste Stufe wie ein Lampenhöhler in ein Dash mit Schaubrot. In das Allerheiligste wie die Bundeskiste. Das wie eine Kiste, die Kreuze gemacht wird, das ist eine heilige Dose, Kreuze gemacht wird, aus Gott das Mose sieht. Das wird der Ruhm, das wird, wo Gott mag sein Volk wohnen will. Das wird der Ort, die Stadt, wo Gott will mit sein Volk topkommen. Er hat Aaron apart gesagt, in der Nukommenschaft von Aaron soll das Zelt bedeuten. Das wird ein Zelt, wenn es das wird, ein Zelt gemacht und Zech, besondere Zech, und noch Kreuze gesagt, wo der Zech gemacht soll. In ganz an Buwakont wird auch noch mit Lara betrocken. Jedes Mal, wenn die Israeliten von einer Stadt nach der anderen tragen mussten, die 40 Jahre, wo sie eine Wüste rumtragen, rollten sie den Tün ab, rollten sie das Zechtaub, und die Priester mussten dann diese Bundeskiste, diese Heilige Dose tragen. Aber der Volk sich war er Satan deut, dort Volk war er ihre Zelten abschlug, in so auch das helle Wohnung, das helle Zelt, war er abstauen deut, damit die Opfer von jedem Tag Kondor gebracht worden. Dort wäre die Opfer für die Israeliten ihre Sünde. Jesus ist die Wacht, der Wort in Gott lebe. Jesus ist die Wacht, der Wort in Gott lebe. Jesus ist die Wacht. Als das Volk Israel dann über dem Jordan trug, nur die 40 Jahre, wo die eine Wüste rumgewohnt haben, dann tragen die über dem Jordan und wollen nun mal endlich das versprochene Land einnehmen. Das Land, wo Gott dann all Abraham versprochen hat. Die heilige Wohnung, das Zelt Gottes, wird Tit Eva mitgetragen und sie wird dann auch in das neue Land abgestellt. Die Priester wurden eingesagt, in Rom, diese heilige Wohnung gab es dann meistens ein Priesterdarb, wenn sie mussten die heilige Wohnung besorgen. Aber durch die Bücher in der Bibel im Alten Testament von Jesua, Rechter in 1. und 2. Samuel, können wir weiten, dort dort Trübel gab. Was meint das? Na, nun werden die Menschen in ihr Land reingekommen, dort Land, wo Gott Abraham versprochen hat, in jeder Familie hat ein Teil getreten. Nun können sie anfangen, ein gemütliches Leben zu führen. Und was passiert? Sie vergessen von Gott. Sie vergessen davon, was sie sollen an diesem heiligen Wohnung tun. Wir können lesen von einzelnen Menschen, einzelnen Priestern, die versuchten, das Volk zurück nach Gott zu bringen, dass sie sollen nach der heiligen Wohnung kommen. Da können wir zum Beispiel lesen in 1. Samuel, wo der Priester Eli hat Samuel abgenommen, als kleiner Jung in Liedarm nur Gott horchen. Aber er trägt das Volk nicht dazu, dass das Volk wird nur Gott kommen. Dann können wir wieder lesen, dass eine Zeit von Eli die Philister an das Land Israel kommen in die Bundeskiste des Heiligen Dose fortstehlen deiden. Sie brachten das mit sich mit nur ihr Land und nur ihre Hauptstadt. Sie nahmen dort in den Tempel nennen, wo er Gott Dagon bannen stund, aber wie hand die Geschichte hielt, wurde Gott Dagon dann für diese heilige Dose durchfallen deid. Nicht einmal, aber zweimal.
So werden die Philister all Angst, was sie hier für ein Heiligtum haben, und schickten die Bundeskirche zurück. Da kannst du alle nur lesen in 1. Samuel Kapitel 6. So die Bundeskirche kam dann zurück nach Israel und die ward frisch in die heilige Wohnung in das Zelt Gottes eingestellt. In 1. Samuel Kapitel 7 sagt er durch Befahrt 12, dann nahm Samuel einen Stein und stahl ihn ab zwischen mit Spatenschen und nahm den eben Ezer. Er sieht, so weit haft der Herr uns geholfen. Und da stahl er dann auch das Zelt ab und die Kiste war er nennen. Ob da steht, bleibt die heilige Wohnung für mehrere Jahre. Und währenddessen frucht dort Volk nur ein Scheinig. Die Geschichte, wo soll Scheinig über Israel wort, kannst du die auch selbst nur lesen in der Bücher von Samuel. Nur soll kommt die Scheinig David, in wie David Scheinig über Israel, und noch einmal wohnt Gott, mank er in seine heilige Wohnung. Durch diese ganze Geschichte wie immer ein Priestertum, wie ein Hohepriester gewählt, was soll der Opfer für das Volk bringen. David wie ein Mann, was nur Gott frug und was will Gott zum Gefallen leben. Seine Geschichte haben wir in 1. Samuel lesen und auch in 2. Samuel lesen. David mug Jerusalem nur der Hauptstadt von Israel und er brachte die Bundeskiste Badua. Dort sagt in 1. Chronik Kapitel 15, David leit an die Davidstadt für sich Hiesebühn und bestimmt durch einen Platz für die Bundeskiste und leit auch für die ein Zelt abstahlen. So dort erst so Zelt, wird wie von 2. Mose all tschanen. In 1. Chronik 16, Vers 1 sagt dort, und als sie Gott seine Kiste nennen brachten, sahen sie die in dort Zelt, wo David für die Reihe gemacht hat, und opferten Brandopfer und Dankopfer für Gott. Dann seien die dort Volk in dem Herrn sie nun. Nun sagt dort in Kapitel 17, Vers 1, dort David in sein Palast in die Stadt hineingetragen wird. In einem Tag sieht heute den Prophet Nathan, wo dann der Prophet weht zu der Tiet, check einmal, ich wohne in ein Haus, dort von Zederholt gebührt ist, in dem Herrn seine Bundeskiste, das erhält ihr aus, steht euer Zeltdachen, ist dort in Ordnung? Aber an der nächsten Nacht sieht Gott Nathan Gohan und sei mir in deiner David, so sagt der Herr, du sollst mich nicht in Hüs bühen, wo ich wohnen kann, weil ich habt in kein Hüs gewohnt von dem Tag an, als ich Israel aus Ägypten rüttfiert, bot dessen Tag. Er hat immer bloß ein Zelt und wandert von einer Stadt nur der andere. Habe ich jemals, solange als ich mit Israel rumgewandert sie, zu einem von den Rechten in Israel, den ich angestellt habe, mein Volk zu versorgen, ein Wort gesagt und so ausgesprochen, warum bühe ich mich nicht ein Hüs von Zederholt? So wer wird dann der Janzer, wird dem Herrn ein Hüs bühen, dort wird dann Solomon. David kauft noch einen Platz für den Tempelbü, auch in 2. Samuel Kapitel 24, oder in 1. Chronik, Kapitel 21, schauen wir darüber nur lesen. Aber Salomo, wie du, wo Gott den Tempel bühe deit, nur kannst du lesen in 1. Chinese Kapitel 6, das 1. Vers, in dort 480. Jahr, nur dem, dort die Israeliten aus Ägypten rüttscheimen, in Salomo sind 40 Jahre scheinig. Und in Monat 7, dort ist die 2. Monat, fangen sie an, dort Hüs für den Herrn zu bühen. Und dann steht, wo lang und wo breit und wie hoch dort weh und wo die dort alles mücken. Dann in 1. Chinese, Kapitel 9, Vers 10, sagt dort, dort werden 20 Jahre, und wenn Salomo den Herrn sein Hüs in dem Chinese sein Hüs bühnt. So 20 Jahre dient Salomo dort, so dort werden 500 Jahre Lothar, nur dem Moses den Plan von der Herr Wohnung trich, in der Herr Zelt Muck, 500 Jahre Lothar, wird Salomo dem Hüs vom Herrn vor dich gemacht hat. Und Gott redet mit Salomo, und hei weh zufrieden mit, was hei getan hat. Aber nur die Zeit von Salomo kommen andere Chenier in das Israelreich, das ganze Land wird in zwei Teile geteilt. Das Reich weh sich uneinig. Die zwei Teile hat jeder ein Chenier. In einzige streben du nur Gott zu gefallen, aber viele Deide nicht. Willst du sind aber immer mehr Taunam und die Menschen nicht nur Gott fragen, leid Gott der Tau, dort sei von Nebukadnezar den Chenier von Babylonien wache gebracht worden. Dort haben wir in 2. Chronik lesen in der letzten Vers vom letzten Kapitel.
Und dort steht es so, die letzten Einwohner, die im Kampf überlebt haben, leiden Nebukadnezar nur Babel wegbringen. Dort mussten sie arm in seine Nukommen aus Kloven deinen. Aber die Perser erscheinen gerecht die ihre Macht schrich. Sie verbrennen auch das Gotteshaus und reiten die Sturzmieren von Jerusalem dol und schmeiten in alle prachtvolle Häuser Firnen, und so dort all dort wertvolle Gerätschaft vernichtet wird. Rund 370 Jahre nachdem Salomon seinen Tempel für Gott fertig gemacht hat, wird dort von Nebukadnezar vernichtet. So du wirst nicht ewig geblieben in Jerusalem von dem Tempel. Einer weit nicht von deutschen Dach aus Nebukadnezar wörtlich die Bundeskiste, die Heilige Dos, wird mitgenommen haben oder nicht. Dort steht er nicht uträttlich geschrieben. Aber von dann an ist nicht mehr über die Tempeldos zu weiten. Einer weit nicht, wo der geblieben ist. Das babylonische Reich wird vom persischen Reich überhand genommen, und die persische Chinese Leute der Juden treten, und sie dürfen ihren Tempel dort weiter abbauen. In Ezra steht dort so. Ezra Kapitel 1, Vers 2, so sagt Kyros, die Chinese von Persien, der Herr, der Gott vom Himmel, der hat mir den Auftrag gegeben, arm in Jerusalem in Juda ein Haus zu bauen. Wer durch manch jünte sein Volk gehört, der macht im Schutz von seinen Gott in Jerusalem in Juda tragen und dort dem Herrn Israel ihren Gott in Hüß bühen. In Ezra schrieb den Auftrag, den Bü von diesem Hüß, Eva zu seinen in Vorricht zu stellen. Der Jeremia hat der Herr auch gesagt, dass sie würden bis 70 Jahre in Babylonien sein und dann können sie zurückreisen. Jeremia Kapitel 29, Vers 10. Wenn Babel erst 70 Jahre gewachst ist, dann war ich jüd meine Gunst wiesen, so es ich versprochen habe, und jüd war nur diese Stadt bringen. Und so konnten die Träger reisen und anfangen, den Tempel weiter abzubauen. Dort bürg Nehemia redet davon, dort Nehemia mit einer Gruppe von Menschen dann die Sturzmieren von Jerusalem abbauen deit. Nur warum wird das wichtig? Du musst daran denken, dass für das Volk zu der Zeit Gott im Tempel zu fingen weh, weil der Tempel durchgebrochen weh und die Stadt Jerusalem nicht mehr weh. Woran sollen die sich holen? Sie hatten nicht die Gelegenheit, dort zu Gott zu kommen, arm zu fingen, dort wo er zu fingen weh. Wenn er selbst sieht, dort hat er dort zu fingen, wo der Tempel stand. Deswegen wird das für das Volk so sehr wichtig, dass sie können treten in ihren Tempel dort weiter abbauen. Dann würden sie schon weiter die Opfer springen, die Gott von ihnen verlangt, und dann würden sie schon ihr ganzes System, von wo sie Gott anbeten deuten, weiter im Schwung bringen. Ungefähr 500 Jahre vor Jesus geboren ward, ward das Tempel fertig gemacht von Ezra in Nehemia. Eva 300 Jahre Lothar aus Jesus geboren wird, braucht seine Mama und seine Paten Maria und Josef arm in einem Tempel, damit er dort eingesehen wurde soll, so ist es gefragt wie in Moses in die Welt. Dort kann ich nur lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 21. Acht Uhr muss das Kind beschneiden worden und hat schlicht den Namen Jesus, groß so aus der Engel dort befohlen hat. Nur her, als Jesus 12 Jahre alt war er auch im Tempel und sieht, dass er muss dort sein, wie sein Vater sein Haus. Er war ab, er wurde am Schritt genagelt, er wurde begrüßt und stand ab am dritten Tag. Vor er in den Himmel fuhr, sieht er in der Postgeschichte Kapitel 1, dass er wird in Treister schicken. Das Treister ist der Heilige Geist, und er wohnt in Angst. Dort hat der Heilige Wohnung dort zählt, vom Alten Testament. Den Tempel Salomons und den Tempel No Salomo sind nicht mehr neidig. In warum? Weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnen will. Wie sind Gott sein Reich und wie sind sein Tempel nun? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder weit ihr nicht, dass jünd Körper ein Tempel für den Heiligen Geist ist, der in jünd wohnt, in den ihr von Gott haben? So die ganze Geschichte von den Bühwolken Gottes. Es zu eingegangen bei dir in mir. Dein Hort und mein Hort ist das Bühwort Gottes nu. Du bist, weil er leben durch den Heiligen Geist. Bis nächstes Mal von Sieglinde Teufs.